Hallo, ich bin Charlotte von den Dogspotters. Ich sitze hier mit dem Regisseur Andreas Vogt. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich würde Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrem Film Alles andere zeigt die Zeit stellen. Der Film, der in diesem Jahr das Dog-Festival eröffnet hat, ist der bisherige Abschluss des sogenannten Leipzig-Zyklus. Herr Vogt, Sie haben 25 Jahre in Leipzig gedreht und durch Ihre Langzeitbeobachtung ein Zeitdokument geschaffen. Wie entstand denn die Idee zu diesem Projekt? Also der erste Film, den haben wir 1985 hier gedreht. Also wenn ich wir sage, meine ich immer meinen Kameramann Sebastian Richter und mich. Der hat auch alle anderen Filme der Leipzig-Reihe fotografiert. Und das war mein Abschlussfilm an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Und damals war da noch nicht die Idee, daraus eine Reihe zu entwickeln. Wir waren dann 1989, im Oktober 89, während der großen Montagsdemonstration, Oktober, Anfang November, hier in Leipzig und haben aus der Perspektive von unten begleitet, was auf der Straße passiert und worüber die Menschen, wovon die Menschen träumen, was die wollen, was für Forderungen die haben, wie die leben wollen. Und den haben wir dann in der Nacht, als die Mauer fiel, vom 8. auf den 9. November, haben wir auch gewusst, dass die Welt anders wird. Dann haben wir aufgehört zu drehen und haben dieses Material ganz schnell geschnitten. Und das war der Eröffnungsfilm der Leipziger Dokumentarfilmwoche 1989. Aber das war natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit für Dokumentarfilme, weil unser aller Leben hat sich verändert. Das Leben der Menschen, das Land hat sich verändert. Und das ist natürlich für Dokumentarfilme eine total spannende Situation, weil man einfach so viele Umbrüche und Konflikte beobachten kann. Dann sind wir 1993, 94 wiedergekommen, haben einen Film gemacht, der ist Glaube, Liebe, Hoffnung, haben eine Gruppe rechts- und linksradikaler Jugendlicher hier in Leipzig begleitet, auch ein anderthalb Stunden langer Dokumentarfilme. Dann sind wir 97 wieder zurück. Also Sie sehen schon, also der Anfang der Reihe oder die Idee, daraus eine Reihe oder eine längere Geschichte zu machen, die war so, entstand im November 1989, kurz nach dem Mauerfall. Alles andere zeigt die Zeit, konzentriert sich auf die drei Einzelschicksale. Und wieso haben Sie sich genau für diese Menschen aus den vielen Protagonisten Ihrer verschiedenen Leipzig-Filme entschieden und Sie für Ihren neuen Film wieder besucht? Ich denke, dass man im Dokumentarfilm, wie überhaupt auch im Film, man braucht einen guten Konflikt. Also wenn Sie sich einen Spielfilm angucken, da gibt es Konflikte, Leute hassen sich, Leute lieben sich. Sie brauchen Widersprüche und davon muss man erzählen können. Und diese Widersprüche entstehen natürlich dadurch, dass der einzelne kleine Mensch, sage ich mal, sich in einem Konflikt mit der Gesellschaft oder mit anderen Menschen befindet. Und all diese Menschen, die da drin sitzen, hatten natürlich diese Konflikte. Also der Konflikt der Wendezeit war natürlich, oder ein Hauptkonflikt war natürlich, wie kriege ich überhaupt mein kleines Menschenleben geregelt in dieser Umbruchszeit? Was wird aus mir? Da waren ganz viele Ängste und Unsicherheiten natürlich da. Und aus diesem Grundkonflikt ergeben sich bestimmte Reaktionen, ergibt sich später ein bestimmtes Leben oder die Leute entwickeln sich in die eine oder andere Richtung. Und dann haben wir ein paar Jahre gewartet und dann gibt es eine neue Situation. Und dann wird es spannend natürlich, oder die Spannung entsteht natürlich auch dadurch, dass wir dieses alte Filmmaterial zusammenbringen mit diesem neuen. Was denken Sie denn, was der Regisseur tun muss, damit aus dem normalen Menschen eine interessante Person für die Kamera wird? Was der Regisseur tun muss, er muss diese Menschen finden, die interessanten Konflikte und interessanten Geschichten haben. Und er muss ihnen dann, wenn er einen Film macht, wenn sie dann vor der Kamera sitzen, auf Augenhöhe begegnen. Und das ist bei Menschen vor einer Kamera, die vor einer Kamera sitzen, sehr, sehr schnell merken, ob die Leute, die dahinter stehen, also hinter diesem schwarzen Kasten, ob die ihn ernst nehmen oder ob die überheblich sind oder arrogant oder ob die ihn wirklich annehmen oder nicht. Und dann kriegst du manchmal das Geschenk, dass jemand sein Herz öffnet und dann könnte ein guter Dokumentarfilm draus werden. Wie hat es sich für Sie persönlich denn angefühlt, die Protagonisten über einen so langen Zeitraum zu begleiten? Ist es da manchmal auch schwer, den nötigen Abstand zu wahren? Nee, ich glaube, das war in dem konkreten Falle gar nicht so schwer, weil es ist nicht so, dass wir da alle drei so ganz dicke Freunde sind. Wir kennen uns über Jahre und es ist aber auch nicht so, dass wir da jeden Monat miteinander telefonieren und uns treffen. Da liegen zum Teil viele Monate oder auch Jahre mitunter dazwischen, in denen man sich mal anruft oder mal eine E-Mail schreibt. Und wie gesagt, manchmal auch Jahre, zu Sven hatte ich jahrelang keinen Kontakt.
Und dann habe ich ihn gesucht und und dann war es glücklicherweise so, dass sich diese Beziehung wieder vertieft hat und er auch gesagt hat, ja, okay, er macht da wieder mit. Das setzt ja immer die Bereitschaft der Menschen voraus, sich vor so eine Kamera zu stellen und wieder mitzumachen. Sonst geht das ja nicht. Haben Sie denn vor, die Dreharbeiten zum Leipzig-Zyklus fortzusetzen? Ah, da muss ich sagen, die kann ich überhaupt nicht beantworten, weil, also meine Urgroßmutter damals hat immer schon gesagt, Junge, du sollst nie, nie sagen. Und das habe ich mir damals zu Herzen genommen, als kleiner Junge schon. Ich kann es wirklich nicht sagen. Man muss jetzt einfach mal schauen, wie sich diese Protagonisten entwickeln, ob das spannend bleibt, ob die das selber noch wollen, ob wir Geld dafür kriegen, so ein Projekt weiter fortzusetzen. Es braucht auch wahrscheinlich einen zeitlichen Abstand, weil es ist einfach auch gut, eine Weile zu warten, weil dann entstehen wieder Entwicklungen. Also seit dem letzten Leipzig-Film, der ist ja 1997 gemacht worden, sind ja letztendlich 17 Jahre vergangen, bevor wir den nächsten gemacht haben. In der Zwischenzeit habe ich ganz andere Filme gemacht oder viele andere Filme. Und da sage ich jetzt einfach mal nochmal den Titel, alles andere zeigt die Zeit. Also wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und vielen Dank für das Interview. Ja, danke für die Einladung.